Es wird schon wieder Nacht. Bist du jetzt ohne Rüstung erkunden, ja, oder? Nee, nee. Ich hab die Dia-Rüstung jetzt an. Also. Brauchst du noch Spruce Logs CO2? Ja, willst du gerade mal kurz nicht hart machen? Wegen Ausleuchten kurz. Ich würde noch ein bisschen was nehmen. Ich brauche noch viel. 23 habe ich. Das sollte reichen. Aber ich habe auch 11 Saplinge. Sapling habe ich über den Stack. Okay. Nicht hart machen, hatte ich gesagt. Wie denn auch, Ike ist erkunden, du musst schlafen. Nö, ich bin hier bei dem bunten Schäfchen. Ach so. Okay. Aber schlick. Hier fährt ein Minecart irgendwo rum. Unter den Hühnern. Ah, zum Eier einsammeln. Yep. Federn droppen die ja witzigerweise nicht mehr. Früher haben die auch noch Federn gedroppt. Nee, da musst du sie umbringen. Vorne in die Kiste. Ich hab's jetzt zugeschmissen. So. Das ist der Ausgang. Ach, der Eingang. Ich hab's gerade mitbekommen. Eine Blubberspinne. Stirb, stirb, stirb. Ein Herz verloren. Wow. Noch eine Blubberspinne. Wow, die macht 2 Herzen Schaden. Arschloch. Ich hab ihn von hinten kommen hören. Palim, palim, palim. Ich hab's jetzt mal von innen markiert, wo man nur reinkommt. Ja, das wäre gut. Ich hab jetzt so einen Querschnitt davor gemacht, wo drauf steht Eingang. Mache ich bei den anderen jetzt auch noch? Ich hab's ein tiefer. Ah, okay. Dann das dahin. Das dahin. Alter, leck mich fett. Das brauche ich alles nicht. Das nicht, das nicht. Die Silk-Touch-Picke bleibt, da gehe ich mir dann Dings holen. Irgendwann. Chestplate. Da. Das kann ich alles. Wie ist denn das eigentlich, wenn man eine Verzauberung runternimmt? Eigentlich müsste das doch dann De-Verzaubern heißen. Disenchant. Naja, und auf Deutsch De-Verzaubern.
Entzaubern. Ja, genau. Ich hab da ein bisschen was, was ich definitiv nicht verzaubern brauch. Ab welchem Light Level spawn nochmal Block? Ach, Mobs? 7, oder? Ne Fackel macht 8 Blöcke Licht in jede Himmelsrichtung. Ja. Okay, aber bei mir ist es nichts unter 9. 9 spawnen noch keine Mobs, oder? Doch, ich glaube, dann geht's wieder los. Warte, ab welch. Wie weit geht das bei Featherfalling eigentlich? Ich habe jetzt 2. Es müssten 4 oder 5 Blöcke sein. Nein, ich meine vom Level her. 4 oder 5. Featherfalling geht, glaube ich, bloß bis 2 oder 3. Darunter das ganze Zeug hier löschen, Müll schmeißen. Braucht doch kein Mensch, was ich hier hab. Das braucht doch kein Mensch. Wobei doch eh noch Goldrüstung hebe ich mir komplett auf. Das Werkzeug kann alles weg. 7 oder niedriger. Monster erscheint. Okay. Ja, dann können wir Tag machen. Das ist meine Crap-Kiste. So, wo möchte ich jetzt mein Schlafräumchen hinhaben? Oh ne, ich will mein Schlafräumchen nehmen. Im Raum schlafen. Keine Idee. Boah, leck mich am Arsch, ey. Bei mir ist der Trading Villager wieder gestorben und hat sein Lama da gelassen. Das passt ja. Wo hatte ich nochmal so eine verkackte Leine? Bei mir vor dem Haus in der Kiste liegt einer. Nö, ich habe auch noch eine hier. Ach, das ist meine Crap-Kiste, bin ich bescheuert. Eik, eik, eik. So. Naturkiste. Das brauche ich. Das brauche ich. Einmal so. Dann habe ich wieder eine Schaufel. Und was kostet mich die Axt reparieren? Nee, komm, dann mache ich mir lieber eine neue. Die Level verbrauche ich jetzt nicht. So. Das. Die Dias Dorin. So, hier krieg ich auch noch ein paar Level.
Wow. Nur durch Erz und Essen brennen habe ich schon wieder 15 Level. Nice. Ich bin gut. Fisch dorthin. Dat hierhin. Dat erste Mal hierhin. Genau. Guck mal, ob der Dulli wieder frei. Ach, da drüben war jetzt eigentlich mal einer im Dorf. Ich will gerade hin. Ich würde nämlich auch mitfahren, weil ich auch Haufen Eisen habe. Allerdings. Ich würde eigentlich gerade auf 6 Eisen runter. Allerdings. Wenn jetzt keiner die ganze Zeit da war, haben die sich ja auch nicht freigeschalten. Weil der Chunk dort nicht geladen ist. Also wie gesagt, Ike, ich würde auch ein bisschen Eisen nehmen. Ich habe gerade noch 6 Eisen. Ja, Ike will es ja vertraden. Ich brauche noch ein paar XP, damit ich auf Level 30 komme. Okay. Was? Okay. Mir kam gerade die Lose so, mit der Kiste ja. entgegen und... Die hatte ich gerade losgeschickt. Die ist in mich rein und... Ja, mit mir zusammen zurückgefahren. Das ist dicht. Der Kartoffelhain ist immer noch voll. Der sieht immer noch nichts. Ike? Ja. Guck mal, was du freigeschaltet hast. Ja, wo denn? Ich kann nicht zugreifen. Ja, läuft. Was habt ihr freigeschalten? Verzauberte Dia-Rüstung. Die er sich gleich gönnt. Nee, ich habe Kohle getradet. Also. Aber da ich ja jetzt habe. Einmal Protection 3 Unbreaking 3 Hose und Blast Protection 2 Feather Falling 2 Schuhe. Warum nicht? Wie kosten die Schuhe? Bei mir 16 und die Hose 30. Kannst du mit einmal Schuhe mitbringen? Ich gebe dir die Emeralds wieder. Ich habe nur noch 9 Emeralds. Ike, kannst du mir kurz 3 leihen? Ich brauch welche für die Hose. Boah, wollt ihr mich verarschen? Ich hätte dir die wiedergegeben, hättest du genug gehabt, aber ich kann auch gleich selbst drüber. Ja, klar. Hä? Wiedergeben ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ich such bloß den Dulli, der hier Eisen. Den will ich nämlich jetzt so hoch traden. Effizienz Unbreaking Silk Touch Picke. 26. Ein Diamant für ein Emerald. Ernsthaft, was bist du für ein Arschloch? Nicht Picke, Axt mal zu. Ja, Axt. Aber trotzdem. Aber da geht noch was bei dem. Aber wow, ich habe auf meiner Hose Blast Protection 4. Blast Protection habe ich als relativ selten empfunden, also... Und du kannst die beiden dann nicht zusammen machen. Ich weiß, Darko, ich bin kein Minecraft-Anfänger. Trotzdem gibt es auch Sachen, die du nicht kennst, Alter. Boah, CO2, das war eine Kampfansage. Das war nur ein Scherz, das solltest du auch wissen. Ja, ja. Wo ist denn der 10 Kohle haben wollte? Hier. Der will nur noch 9 haben. Das. Kann ich doch machen, ich Dulli. Wie
wieder 15. Da kann ich eine Level 30 Verzauberung machen. Das gefällt mir. Bis 16 Minuten bin ich gerade. Da komme ich doch noch mal kurz zurück. Ist jetzt das Minecart mit der Kiste... Ach, Darkus gestummt. Ja, habe ich schon gemerkt. Ich habe die alle einmal abgebaut. Wenn die sich halt zu weit zurückstauen, die hat irgendwer nicht abgebaut regelmäßig. Ich baue meinen eigenen immer selber ab. Ich dachte eigentlich, ich hätte alle erwischt. Darum wundert es mich, dass wieder einer zurückgegangen ist. Hier ist ein Minecart verschwunden. Wie in Minecraft. Das eins. Hä, das mit dem ich hochgefahren bin, das ist auf immer weg. Ist das wieder zurückgefahren? Dürfte eigentlich gar nicht sein. Egal. CO2, wir sagen, es war Darkus schuld. Ja. Besser als Gold mit Silk Touch. Blast Protection. Das nehme ich doch eher, weil das Feather Falling 2 drauf ist, die Schuhe. Das und das. Ich fahre jetzt noch mal rüber. Ich habe jetzt noch mal ein Stack Emeralds im Gepäck. Da kann ich dir die Schuhe mitbringen. Wäre nett, danke. Ja, Utility Blocks, das suchte ich. Wieso fahre ich jetzt eigentlich rückwärts? Hä? Ich war auf dem Weg zum Villager-Dorf hin. Wow. Und dann war ich auf einmal AFK. Also ich bin AFK gegangen und dann bin ich in die falsche Richtung auf einmal gefahren. Hä? Dann kam dir eine Lore entgegen. Oh, wow. Du hast mich jetzt zurückgebounced und ich darf jetzt die ganze Strecke rennen. Warum? Du denkst, ich fahre nochmal zurück? Ich bin aus dem Minecart ausgestiegen. Ihr lauft da hinterher, das ist langsamer, als wenn man läuft. Das fährt ja nach Hause in die Richtung, ich will ins Dorf. Ja, aber die fünf Blöcke, bis du es eingeholt hast. Du kannst gerne hinterher rennen, wenn das passiert, Darko. Ich mach das nicht. Die fünf Blöcke, bis du es eingeholt hast, das stimmt schon mal gar nicht. Ja, lass uns 10 Blöcke sein, viel mehr sind es allemal nicht. Doch. Aber egal. Ah, hier liegt mein Kart rum. Warum das wohl? Dann wird schlafen. Ja. Ich krieg keinen Schaden, wenn ich aus meinem Bett gehe. So. Jetzt fehlt bei mir nur noch ein Brewing Stand, da ist meine Utility Wand fertig. Knockback Einschwert brauche ich nicht. Oh, die Schuhe kosten mich sogar nur noch 14. Läuft. Wo ist der Eisentyp sie? Der ist immer noch gesperrt. Jetzt habe ich eine verkackte Eisenaxt geholt. Boah, ey, der kotzt mich so an.
Du sagtest, 14 hat es gekostet? Ja, ist von 18 runter auf 14 gegangen bei mir. Okay, da habe ich mir sie schon mal rausgeholt. Also irgendwas stimmt mit unserem System hier nicht. Welchem System? Mit unserem Schienensystem. Wir kommen irgendwie immer, eine Lore kommt mindestens immer entgegen. Mir ist gerade keine entgegengekommen, ehrlich gesagt. Ich würde dir gleich entgegenkommen. Ich bin vorher ausgestiegen, es hat meine zurückgebounced. Hey, kannst du dann, ja, die ist mir gerade, ich hab dir aufgehalten. Kannst du mal schauen, warum die mir oder uns immer entgegenkommen? Ja, warte, das mache ich dann. Ich will erstmal, ja, bitte erstmal die Folge beenden gehen. Wow, ich habe extra eine Schiene unterwegs abgebaut, dass du wieder mittendrin stoppen tust. Hätte ich gar nicht machen brauchen, wenn ich gewusst hätte, dass die Loren zurückkommen. Och Mann. Das ist voll fies. Dit.